Mitte Januar erwartet uns ein Film mit Hammer Cast und Will Smith allem voran in den deutschen Kinos. Und damit geht es hier jetzt um verborgene Schönheit. Ist es wegen der Feiertage? Ach, nein, deswegen nicht. Wieso hast du dich dann entschieden, heute herzukommen? Ich versuche, meinen Verstand in Ordnung zu bringen. Howard ist ein brillanter Mann. Und er ist nicht nur der Boss, er ist ein Freund. Er hat sein Kind verloren. Und jetzt ist es ihm egal, ob er alles andere auch verliert. Es ist wohl das Seltsamste, was mir je untergekommen ist. Er schreibt Briefe. An wen? Howard schreibt keine Briefe an Menschen, er schreibt an Dinge. Zeit, Liebe, Tod. Kinder schreiben Briefe an den Weihnachtsmann, deswegen sind sie nicht verrückt. Nein, das ist therapeutisch. Du wirst mich für verrückt halten, aber ich führe Gespräche. Der Tod kam zuerst, sie setzte sich im Park zu mir. Und dir gefällt's auch, ich bin sicher. Der Tod ist eine Sie. Stell dir vor, der Tod ist eine ältere, weiße Dame. Erinnerst du dich an mich? Ich bin die Zeit. Du hast mir geschrieben, weil du mich brauchst. Howard? Frag sie. Mach schon, frag sie, ob sie mich sieht. Genau hier hat er gesessen. Und ist einfach so aufgekreuzt, oder? Ich bin die Liebe. Ich bin alles, was zählt im Leben. Es geht bald etwas mit dir vor. Howard? Ich weiß nicht, was wir machen können, um dich zurückzuholen. Was wäre, wenn Liebe, Zeit und Tod versuchen würden, dir zu helfen? Du musst mit ihnen reden, Howard. Fordere sie heraus. Lass dich auf sie ein. Liebe ist alles, was zählt. Ich habe dich gespürt, jeden Tag, wenn sie lachte. Und du hast mir das Herz gebrochen. Ich war in ihrem Lachen, aber genauso bin ich jetzt auch hier in deinem Schmerz. Er wendet sich an den Kosmos und hofft auf Antworten. Achte auch auf die verborgene Schönheit. Sie ist deine Verbindung zu allem, was existiert. Wenn er das akzeptiert, findet er vielleicht wieder zurück in sein Leben. Du bist doch nicht hier, um mich zu holen. Nein, Howard. Ich möchte mit dir mit dem Zug fahren. Let's love tonight. Verborgene Schönheit geht 94 Minuten, eine Altersfreigabe ist momentan noch nicht bekannt, aber ich tippe mal auf FSK 6 oder vielleicht FSK 12 und startet ab dem 19. Januar 2017 in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte von Howard Inlet. Er ist ein Werbefachmann, hat eine Agentur auf der Madison Avenue mitten in New York City. Er ist erfolgreich, er ist einer, zu dem seine Mitarbeiter aufschauen. Seine Kollegen sind gleichzeitig mit seinen besten Freunden, er hat eine glückliche Familie. Kurzum, Howard ist extrem glücklich, hat aber dementsprechend viel zu verlieren und einige Jahre später sieht alles anders aus, denn er hat sein Kind verloren, er ist fertig mit der Welt, er ist so eine Art triste Hülle, in der bloß noch ein Mensch eingehüllt ist, er hat keine Ambition mehr, im Leben etwas zu erreichen, man erreicht ihn auch in keinem Gespräch mehr, er ist frustriert, er hat einen Hass, er weiß gar nicht mehr, ob das Leben überhaupt einen Sinn hat und kann nicht verstehen, wie ihm sein Kind genommen worden ist und sucht auch keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, aber es sind eben seine Kollegen, die gleichzeitig die besten Freunde sind, die versuchen wollen, ihn irgendwie zu erreichen und irgendwann feststellen müssen, dass Howard auf die Idee kommt, Briefe zu schreiben, aber nicht an Menschen, sondern an Dinge, an die Liebe, an die Zeit, an den Tod. Aber womit Howard nie gerechnet hätte, dass er vielleicht sogar in Person eine wahre Antwort bekommt. Die Trailer zu Verborgene Schönheit waren unglaublich berührend und die haben alleine schon fast für Tränen gesorgt. Und diese Grundidee erinnert fast ein wenig an die Geister, die ich rief und wie der Besuch eben von den verschiedensten Geistern, die einem einen anderen Blick aufs Leben zeigen sollen. Und ja, so in die Richtung geht auch der Trailer, aber der Film ist für die ein oder andere Überraschung gut. Und eins will ich vorneweg sagen, ich war von diesem Film extrem berührt. Er rührt zu Tränen. Er ist ein Film, der Blickwinkel aufmacht, die im Leben eigentlich oft auch nicht schön anzusehen sind. Ich finde ihn gut gespielt. Ich finde, er hat einen Hammercast und ich kann es nicht verstehen, leider Gottes, dass es einige Kritiken auch gibt, die sagen, oh mein Gott, der Film, okay, er ist ein Stück weit arg konstruiert, aber wenn man das zulässt, dann ist er einfach schön und ehrlich. Und ich muss sagen, mich hat er umgehauen, mich hat er platt gemacht. Ich habe ihn gerne gesehen im Kino und würde ihm jedem empfehlen, der sich gerne auch zu Tränen rühren lässt und sagt, okay, klar, irgendwie muss ein Film eine Geschichte gehen, um bestimmte Momente und Knöpfe auch zu drücken beim Publikum, um dieses emotional zu berühren. Und vielleicht geht er auch ein Ticken da zu weit. Aber ich finde, dass der Kerngedanke es einfach wert ist und dass der Film vor allem auch fernab der Trailer für Überraschungen gut ist. Aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Will Smith, allem voran, einer, der immer noch ein Sympathieträger ist und eigentlich an den Kinokassen gut funktioniert. Besonders bei diesen kleineren Filmen, wo es auch mehr um ihn geht und nicht um große Darstellungen bei großen Blockbustern, mag ich ihn immer noch mehr. Weil wenn er so ein bisschen für sich spielt, finde ich, kann er ausspielen, was er wirklich kann. Wie zuletzt bei Erschütternde Wahrheit. Genauso wie hier auch bei Verborgene
Schönheit. Will Smith, eben als Howard Inlet, ist sehr berührend, weil er sehr positiv ist in der ersten Sekunde und dann die ganze Zeit so trist zu sehen, so fertig zu sehen und besonders im O-Ton ist wirklich eine Darstellung, die immer wieder einem auch fast dazu bringt, auszubrechen. Ich muss sagen, die ganze Zeit hatte ich fast selbst beim Schauen des Films immer wieder Herzschmerz, was auch unter anderem an seiner Performance liegt und wo es aber auch daran liegt, dass es einfach echt wirkt, dass man ihm das glaubt und dass er eben bei der Geschichte, wenn er über sein Kind redet, was er verliert, eben sein eigenes Kind vor Augen hat. Es wirkt sehr authentisch, mir hat das sehr gut gefallen, auch wenn der eine oder andere sagen mag, okay, mir ist das vielleicht zu viel, who cares? Meine Meinung war es ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir unter anderem als Kollegen ringsherum Edward Norton, Kate Winslet, Michael Pina. Alle drei sehe ich unglaublich gerne und Edward Norton wieder auf der großen Leinwand zu sehen, der ja auch relativ wenig in Kinofilmen vorkam in den letzten Jahren, ist eine schöne Sache und alle drei bekommen, und das hat man in den Trailern gar nicht so unbedingt gesehen, eine schöne eigene jeweilige Geschichte, die auch mit dem Thema Liebe zu tun hat, Zukunft, dem Glück, Verbundenheit oder Freundschaft. Da hätte ich nicht damit gerechnet, dass alle drei auf der einen Seite identisch viel Screentime bekommen, fast so viel wie Howard und gleichzeitig auch Geschichten, wo man sich vielleicht wiederfinden kann, wo man nachdenken kann, wo man sagen kann, ah okay, interessante Facette, die hier eingespielt wird und auch die in der Verbindung zu Howard jeweils einen unterschiedlichen Standpunkt haben. Muss ich sagen, haben mir alle drei auf ihre Art und Weise mit ihrer Geschichte gut gefallen, fallen vor allem auch nicht aus diesem Rahmen mit der Tonalität, den der Film insgesamt abgreifen will. Und dann haben wir Helen Mirren, Keira Knightley und Jacob Lattimore als der Tod, die Liebe und die Zeit, die teilweise sehr unterschiedlich daherkommen, beispielsweise Keira Knightley als die Liebe mit einer wütenden Verletzlichkeit, die wir auch im Trailer sehen, nach vorne bringt, die fast schon konträr ist zu dem, was sie eigentlich darstellt. Eine Helen Mirren, die fast mit einem Humor einer alten Frau den Tod verkörpert und dabei auch einen interessanten Zugang hat, die aber auch teilweise eben mit den Geschichten der anderen zu tun haben. Oder eben dieser Junge, der die Zeit verkörpert und eigentlich, obwohl die Zeit ja mit Weisheit nach Erfahrung zu tun hat, wiederum selbst so jung ist. Es ist einfach eine interessante Wahl. Will sagen, ich finde hier an der Anzahl der Namen, die alle groß sind, gleichzeitig ein Cast wieder, der weiß, was er tut. Auch wenn dieses Genre, und ich mag es dreimal unterstreichen, vielleicht mit diesem dramatischen und sehr traurigen Einschlag vielleicht ein bisschen überspitzt ist. Ich fand es toll und habe sie gerne gesehen. Und vor allem habe ich es auch erwartet nach dem Trailer. Und deswegen finde ich das Package auch in Ordnung. Die Kameraarbeit ist relativ neutral, was die Farben angeht. Tendenziell eher ein bisschen trist. Ansonsten ist New York City mit tollen Bildern einzufangen. Allein schon, wie wir im Trailer kurz sehen, sind ja Dominosteine, die umkippen, auch ein Bild, was eingefangen wird, allein am Anfang, während die ersten Credits rüberlaufen, werden da schon tolle Bilder eingefangen. Ich finde, hier ist der Stil mit ruhigen Fahrten, die kombiniert wird mit sehr schönen Bildern von der Großstadt und gleichzeitig Momenten, die auch in der Stille eingefangen werden, ziemlich toll. Mir hat die Kamera gut gefallen, das Szenenbild New York City, die Agentur, das Apartment von Howard. New York City ist insgesamt immer ein tolles Setup, mag ich persönlich. Die Musik ist vielleicht hier und da ein Ticken zu drüber, immer begleitend, immer unterstützend dem Gefühl und sich dann immer hochspielen. Wenn man eh schon fast da sitzt und Tränen in den Augen hat, dann bricht die nochmal durch, dass es fast ein bisschen zu viel des Guten ist. Kostüm und Make-up ist den Charakteren angepasst. Howard ist einfach gekleidet, wenn er fertig ist mit der Welt. Seine anderen Kollegen, die noch ein bisschen natürlich darauf achten, wie sie auftreten und erscheinen, haben das wiederum an, genauso wie der Tod, die Zeit und die Liebe so ein bisschen zu dem gekleidet sind, dass es auch so ein bisschen passt und trotzdem alltagstauglich. Hier also eher einfach, aber dennoch einigermaßen mitgedacht. Effekte gibt es in dem Film eigentlich gar nicht so wirklich. Muss ich am Ende sagen, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, aus dem Kino kommen und sagen, dieser Film hat mich so berührt, ich bin so fertig mit der Welt, so ging es mir persönlich. Und ich würde auch jedem der Filme wie Das Schicksal ist ein mieser Verräter und Co. mag sagen, schaut euch Verborgene Schönheit an, der hat in der Kürze die Würze mit nur 94 Minuten. Und mir fällt es fast schwer nachzuvollziehen, wie man rausgehen kann. Und man muss fast ein Herz aus Stein haben, um zu sagen, ach, dieser Film war zu kitschig, nur konstruiert, das ist überhaupt nicht mein Ding. Weil ich finde, das trifft es nicht so ganz. Und vor allem, wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man, was einen erwartet. Und das ist fair. Am Ende, was finde ich gut an dem Film? Ich mag die Geschichte, ich mag die Liebe und die Tatsache, dass der Film aus meiner Sicht das Herz am rechten Fleck hat. Ich mag den Einschlag, der aus Publikum produziert wird, dass die Trailer da auch nicht spoilern und den Grundplot, weil der Film ist für die ein oder andere Überraschung wirklich gut, das verspreche ich euch. Und insgesamt der Cast, die in der Konstellation mit all diesen Namen zu sehen, die sich trotzdem auch zurücknehmen und gut zusammenspielen, die Grundatmosphäre, die eingefangen wird und das in nur 94 Minuten Lauflänge, ist fast ungewöhnlich für ein solches Drama, hat mir eben auch in dieser Kürze die Stärke gefallen, die der Film produziert. Was mir vielleicht nicht gefällt, und ich gehe ein Stück weit mit, ist, dass der Film vielleicht zu konstruiert ist in manchen Momenten. So dass der eine oder andere sagt, da war ja klar, dass jetzt das passiert. Aber ich finde, er übertreibt es dabei nicht und bleibt sich seinem eigenen Stil treu. Und deswegen kann ich das nur bedingt als Argument gelten lassen für mich persönlich, wo ich sage, das finde ich nicht so gut. Stellt sich die Frage, wem empfehle ich Verborgene Schönheit? Alle, die sagen, ey, ganz ehrlich, ich gehe ins Kino und ich kann auch da eine Träne verdrücken. Ich will berührt werden. Ich will eine Geschichte, die mich fertig macht. Es gibt bestimmt sicherlich einige von euch und viele kennen das, wie es ist, etwas Wertvolles zu verlieren. Dabei geht es nicht nur um das eigene Kind, wie ich hoffe, aber generell, weil eben verschiedenste
verschiedenste Geschichten aufgegriffen werden. Die Angst davor, etwas zu verlieren und wie es ist, mit etwas klarzukommen, wenn die Welt sich weiter dreht, während man selbst einfach nur für sich ist und kaum fassen kann, wie das Schicksal einem mitgespielt hat. Und genau diese Art Publikum wird eigentlich von diesem Film, glaube ich, sehr erreicht. Ich mag einfach es Leuten empfehlen, die ins Kino gehen und sagen, ich will berührt werden, ich mag die Schauspieler, ich mag mir auch einen ruhigen Film angucken und einen, wo ich einfach rausgehe und vielleicht auch nicht ganz so happy und gut gelaunt bin. Aber das ist oft auch das, was oft ein bisschen mehr tiefer in der Brust sitzen bleibt. Und deswegen muss ich sagen, Verborgene Schönheit, mir ist egal, was die anderen sagen, hat mir sehr gut gefallen. 9 von 10 möglichen Punkten von mir als Drama und 8,5 insgesamt. Das ist zumindest meine Meinung und ich danke, dass ihr euch diese angehört habt. Und dann bleibt mir bloß noch zu sagen, dass ich euch verdammt viel Spaß im Kino wünsche.